Yo, was geht ab, mi Gente? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr könnt den Titel lesen. Heute 24 Stunden mit dem Academy-Spieler hier bei Hertha. Und wie das Ganze sein wird, das werden wir jetzt von George Boateng und Zeke Neuendorf hören. Und Matthew ist auch noch am Start. Matthew, mein Bruder, komm mal rein. Okay. Ja, Leute, Matthew wird auch noch am Start sein. Er ist cool, wieder von den Toten aufgewacht und wird jetzt mit mir hier das Ganze machen. Was sind deine Erwartungen? Ich bin echt aufgeregt. Also, ich bin gespannt, wie es sein wird. Und ja. Lass uns starten, oder? Yes, let's go. Vamos. Kostenloses Abo da lassen. Let's go. Ich habe es gut. Leute, he's the man. Nein. Oh. Ja, das drüben bei dir. Geschäftsstelle, hier unten Fenster. So, Zecke, was haben wir jetzt hier? Wo ist was? Wo sind die Profis? Wo sind die Jugendspieler? Also ganz hinten ist die Schule. Wenn wir darüber schauen, das ist die Schule. Hier unten ist die Profiabteilung. Ja. Da drüber fängt dann halt die Akademie an. Die Kabinen der Jungs zeigen wir gleich noch. Ja. Hier fangen die Büroräume der Trainer an. Dann geht es hier weiter. Hier ist die Akademie selber. Hier ist das Internat. Dann haben wir ein Performance Center. Da kommen wir auch gleich noch hin. Mhm. Dann, wenn wir uns dann weiter umdrehen, haben wir hier ist die Geschäftsstelle. Ja. Alle drei Etagen. Unten ist der schöne Fanshop noch. Ja. Und ja, und dann geht es so weiter. Da haben wir ganz viele Räume, die wir nutzen dürfen. Von Sporthallen bis hin zu das Performance Center, was gleich noch kommt. Aber halt auch, wir haben eine richtig coole Schule mit 600 Schülern hier bei uns auf dem Gelände. Und der Vorteil daran ist, dass unsere Jungs kommen her und haben die Schule direkt auf dem Gelände. Das heißt also, sie haben vormittags immer Fußballtraining, mittags Schule, nachmittags Fußballtraining, abends nach Hause, Feierabend. Also so kommen sie auf acht Einheiten die Woche, was die anderen Kids in der Stadt nicht schaffen. Die kommen dann vielleicht auf 3, 4, 5 Einheiten maximal. Und sonst haben sie Schule. Und bei uns mit der Sportschule direkt auf dem Gelände ist natürlich Wahnsinn. Dann würde ich sagen, dann steppen wir mal in die ersten Räume hier. Was sollen wir uns als erstes anschauen? Als erstes schauen wir uns dann mal das Performance Center an. Okay. Dann würde ich sagen, George, bist du dabei? Performance Center, zeigen wir zusammen, ne? Leute, George, heute auch am Start. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin immer am Start jetzt. Dank Zicke bin ich ein paar Tage öfter hier. Sehr, sehr korrekt. Alright, let's go. Und hier kommen die Helden der Zukunft. Pascha, guck mal, Pascha will gar nicht mehr aus dem Bild raus. Kommt die ganze Zeit, kein Problem. Komm ruhig, Pascha. Leute, den solltet ihr auch noch kennen. Vom alten U15-Turnier, glaube ich, war das. Vom Papa Cup. Da hat er echt sehr, sehr gut gespielt. Da ist ein guter Mann. Rein, der Pascha. Wir haben einige gute hier, wirklich. Ja. Na, Pascha, komm ruhig, komm ruhig. Deswegen sind wenig Leute hier. Guck mal, Nito erzählt gerade, Papa Cup hast du zerstört. Oder? Papa Cup war das auch. Ja, okay, aber habt ihr gewonnen? Nein, nicht. Einmal hat Hertha das Turnier gewonnen. Die 2001er. Ja, und hier, das wollte ganz kurz sagen, wie viele Tore hast du letztes Spiel gemacht? Vier, kann man ruhig laut sagen. Krass. Vier Dinger, letztes Spiel. Ich habe natürlich davor eine Woche mit ihm Stürmertraining gemacht. Ja. Aber er will ihn nicht erwähnen. Lag nur an dem. Nur. Und George, du bist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen zuständig für die Academy, oder? Richtig. Zur Kommunikation ein bisschen. Zur Unterstützung. Trainer, Spieler, Eltern, Trainer, Eltern, Spieler teilweise. Oder auch die Führung. Dass wir da immer versuchen, so gut wie möglich die gleiche Sprache zu sprechen. Und ja, dafür bin ich da, ja. Es macht auf jeden Fall Spaß, die Jungs haben alle Feuer. Typisch Berlin halt, ne? Was ist so für dich die größte Challenge mit den Jungs? Die größte Challenge? Ach, es gibt keine Challenges, es sind alles ganz normal. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns kennenlernen. Dass wir alle ein bisschen mehr Vertrauen zueinander finden und es geht über die Zeit. Okay, hier ist sie also. Die Fußballakademie Hertha. Wie seht ihr, das ist so der Berliner Weg, wo, so wie wir eigentlich alle Fußball spielen gelernt haben im Käfig. Und ja, Mut, so Gold, wurdest du, Fall, so wurdest du auch groß, ne? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, das waren die Werte, die wir vertreten haben damals, ja. So, Mut, Stolz, Vielfalt, Gemeinschaft, Größe, ja. Das ist schon was sehr Gutes, was Einzigartiges. Berlin ist einfach, wir sind alle Käfigspieler, haben alle im Käfig gelernt. Das ist die beste Ecke. Hier siehst du alle Trainer auf einen Haufen. Das ist einfach geil. Von U12 bis U16, 17, 18, 19, alles. Jetzt sind es natürlich gerade in den Trainings. Ja. Was mir hier gefällt, ist, dass du so nah aneinander sitzt. Ja. Du siehst, die sitzen Tisch zu Tisch. Das ist auch, was wir versuchen in der Zukunft zu machen, dass wir
noch enger mit denen, dass die Trainer noch mehr, also noch näher als hier geht ja schon gar nicht, ja, dass man wirklich den Spieler auch in ruhigem Gewissen weitergeben kann und der andere Trainer weiß direkt schon, was er da bekommt. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Kommunikation steht bei uns ganz weit oben. Der Ding ist ja auch so. Was hier U23, U19, U17, U16, U15. Also das, und da wird halt relativ schnell klar, wir machen auch häufiger die Einheiten, dass die Mannschaften mannschaftsübergreifend miteinander arbeiten. Weil im Käfig, weißt du selber, da gab es nicht irgendwie die Regel. Servus. Du das, oder George, gab es da irgendwie, dass du gesagt hast, ich bin 14, du bist 16, darfst nicht mitspielen im Käfig? Dann wäre Kevin bestimmt nicht Kevin geworden, wenn es so gewesen wäre. Der hat mit 13 mit erwachsenen Männern gespielt. Ja, ja. Du lernst, das ist ja das Schöne und das wollen wir bei Berlin beibehalten. Weil im modernen Fußball, gerade im Profifußball, ist es ja so, dass alles immer schön flach ist und da darf es keine Extrawürste geben. Und wir in Berlin haben ja davon gelebt, von dieser Extra-Qualität, dieses Extravagante, einfach eigene. Und das versuchen wir wieder zu fördern. Ich war Offensivspieler, ich liebe so die Offensivspieler. Ich mag so besonders die sie mutig, die 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3, die dann draufgehen, wo du sagst, aber ist halt, jeder, der ins Stadion geht, der will ja solche Jungs sehen. Mhm. Wenn du die siehst, du auf dem Platz, dann gehst du ins Stadion und kaufst dir eine Eintrittskarte. Und dieses nur grätschen und so einfach spielen, das will ja keiner sehen. Und wir wollen halt unsere Jungs dahin bringen, dass sie dann, wenn sie die Chance bekommen, halt auch den Mut aufbringen, alles zu geben. Und deswegen. Und was würdest du sagen, was macht denn diese Hertha Academy aus? Wir haben einen absoluten Standortvorteil. Wir sind in Berlin, wir haben über 4 Millionen Einwohner. Wir haben ein Multikulti-Dasein. Hier darf jeder alles sein, was er möchte und kann alles werden. Also von daher, bei uns gibt es halt keine Grenzen. Fängt an von... Hast abends um 3 Uhr morgens Hunger, dann gehst du raus auf die Straße und 3 Läden haben offen. Ist nicht so wie woanders, wo du dann halt warten musst bis morgens um 10, bis irgendwie ein Edeka aufmacht oder was auch immer. Sondern du hast hier alles, weißt du? Und so ist es halt auch so. Du hast halt auch die Möglichkeit, wenn du rausgehst, Fußball spielen. Es gibt immer Jungs, die draußen sind, spielen Fußball. Und das ist halt, wir haben einen Standortvorteil. Das heißt, wir haben einfach 4 Millionen Menschen hier in dieser Stadt, die jedes Jahr 20.000 pro Jahrgang Kids bereitstellen, wo wir einfach nur, wir machen die Tür auf, wir laden sie ein, wir scouten, wir sichten, versuchen die Besten zu gewinnen und alle 20 kriegst du nicht pro Jahrgang immer zu den Profis, aber unser Ziel muss sein, dass wir die Besten aus Berlin dann erstmal bei uns haben und nicht frühzeitig schon an Leipzig, München, Dortmund oder wohin auch immer verlieren, sondern dass sie spüren, okay, bei Hertha bin ich richtig und bei Hertha habe ich auch die Möglichkeit, oben anzukommen, schneller als woanders. Und wir wissen aber auch, dass wir nicht Bayern München, Real Madrid oder Paris sind. Wir sind Hertha BSC. Und in der Vergangenheit haben wir leider auch nicht den schönsten Fußball auf Erden gespielt. Und wir wollen irgendwann dahin kommen. Das, was unsere Jugendmannschaften Woche für Woche auf Platz zaubern, ich sage bewusst zaubern, das wollen wir irgendwann halt auch im großen Olympiastadion sehen. Weil es darf einfach nicht sein, dass wir bei Jugendspielen U17, U19 Mannschaften an die Wand spielen und dann kommen wir ins große Olympiastadion und dann verlieren wir auf einmal dann halt den großen Mut, diese Situation zu finden. Das heißt also, wir müssen unbedingt mit den Jungs so arbeiten, dass sie den Mut beibehalten und wenn sie im Olympiastadion sind, das dann halt auch zeigen. Und dann sind wir, glaube ich, alle auf dem richtigen Weg. Und dafür sind wir da und dafür nehmen wir viel auf uns und begleiten die Jungs. Was kannst du Samstag für die Zuschauer uns zeigen oder die Jungs? Ja, dann kommt mal mit, dann gehen wir mal jetzt zum Beispiel die Videoanalyse bei uns. Ja. Also jede Mannschaft Servus. Wird hier von unseren Top-Analysten mit begleitet. Ja. Und kannst gerne mal zeigen. Den ganzen Zusammenschnitt, also alles das, was ihr immer hier an dem Bildschirm seht und so. Die Trainer haben halt auch den großen Wunsch immer über alles dann berichten zu können. So, ich frage einmal ganz hier frech, ich bin hier mit. Wie heißt du? Oliver. Oliver, und du bist zuständig hier für die U17. Okay. Ja. Was machst du jetzt gerade? Gegnervorbereitung für Viktoria am Wochenende. Also ich bin mit der U17 gegen Viktoria Berlin. Aha. Da schaue ich mir gerade ein Spiel an. Kannst du was Leichtes sagen? Was müssen sie beachten hier? Sorry, ich stelle gemeine Fragen. Ja, alles gut. Viktoria versucht schon gut Fußball zu spielen. Auch ein ähnliches Herangehensweise 4-3-3 wie wir. Ja. Rotation im Zentrum. 6er, 8er, nicht positionengebunden und ja. Also halt ihr seht, top professionell. Ja. Und schön, bei der U17, was sagst du, wenn du jetzt nimmst, das Zentrum von denen und unser, werden wir da die behaupten? Ja, klar. Wir müssen nur nicht Mann gegen Mann, sondern im Raum agieren und also gegen den Ball, aber mit dem Ball haben wir da gerade im Zentrum sehr, sehr, sehr spielstarke Spieler und
Hast du, wenn du jetzt am Rechner bist, hast du da, kannst du irgendeine Szene finden? Sagen wir, wenn wir jetzt mal Mikey nehmen, hast du irgendwas von Mikey, weil den begleiten wir nachher in seinem Zimmer mal. Hast du irgendwas, wo du zeigen kannst, oh, da hat er einen coolen Moment gehabt, da hat er zerstört? Ja, aus dem Union-Spiel. Ja, muss ich dir aber kurz mal suchen. Ja, Zecke, da hast du ein Juwel bei dir. Ja, yes, wir haben viele davon. Ja. Guck mal, da wollte ein Elber. Jetzt gucken wir, jetzt das Tor fällt. Auf den Trainer achten. Boah. Da wurde gerade eingewechselt, also vor ein paar Minuten zu dem Zeitpunkt. Cool. Ja. Da siehst du, war nicht mal gestellt, oder? War nicht mal gestellt. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, danke dir für deine Zeit und weiter viel erfolgreich. Ciao. Ciao, ciao. Wo gehen wir als nächstes hin? Das ist so spannend. Der wichtigste Raum, würde ich selber sagen, okay, für alle Spieler hier bei uns. Hier können sie sich verewigen, wenn sie das erste Profiligaspiel gemacht haben für unseren Verein. Und hier sind einige. Die letzten sind ja hier. Matza und Veit. Die beiden haben sich schön hier verewigt mit dem Hammer. Hier sind sie, deine zwei Brüder. Ja. Das macht schon sehr, sehr stolz, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sie für eine Karriere auf jeden gemacht Fall. Haben. Bei meinen Brüdern sowieso, aber auch hier. Ein Aschkan Dijaga, ich kenne Aschkan, die sind alle die gleichen Jahrgänge. Serhat Salihovic, ja, das sind alles Jungs. Patrick Ebert, der ist auch bei uns hier jetzt Trainer. Also das sind alles Jungs, da freue ich mich extrem. Und ich kenne die, wir sind aufgewachsen damals. Ich bin überall mitgefahren, habe die immer begleitet. Auch auf Jesse, also ja, Jesse auch auf den bin ich persönlich auch sehr stolz. Ich habe ihn jetzt beim Eligella Cup, wo wir auch waren, habe ich ihn gesehen. Respektvoll ohne Ende. Das ist ein richtig sehr bodenständig. Auch schöne Grüße, Jessic. Ja. Also hier darf man eigentlich gar keinen vergessen. Ja, aber so viel Sendezeit haben wir ja nicht, oder? Ja. Deswegen ist es, also jeder, der hier durch die Akademie, wo wir jetzt mal reinlaufen, Internat steht auch noch groß dran. So, wir gehen jetzt in den Performance-Raum. Ich habe, glaube ich, mal ein Video gesehen von Nader Cindori. Ja, ist auch. Ist ja auch. Nader ist ja auch noch bei uns bei der U23, auch wenn er jetzt vom Alter her über 23 ist, aber es dürfen ja immer drei Spieler mitwirken, die älter sind. Und bei Nader haben wir die große Hoffnung, dass er in erster Linie gesund bleibt, weil er hat fußballische Fähigkeiten, die man nicht einfach so hat, sondern die sind in die Wiege gelegt worden. Ja. Und jetzt soll er gesund bleiben, den Jungs helfen, sich weiterzuentwickeln, sich aber dabei selber helfen und im Idealfall dann zu uns in die erste Mannschaft kommen, um auch im Olympiastadion zeigen zu können, was er drauf hat. Weil das ist halt auch Win-Win. Ja, sorry, wenn ich dazwischen grätsche, aber wenn ich jetzt schon den Chef von Hertha hier vor mir habe. Ich bin nicht der Chef von Hertha. Wie? Da mach dich nicht kleiner. Nein, wie, bin ich nicht. Wie siehst du, oder Sportchef, wie siehst du einen Nader Cindori? Was denkst du, wann kriegt er seine Chance in der ersten Mannschaft? Ja, in erster Linie, wie eben gesagt, also er muss gesund bleiben. Körperlich hat er zugelegt. Er ist, er ist kräftiger geworden. Vorher war mal so. Er hat enorm sich entwickelt in dem letzten Jahr. Das ist schon eine enorme Entwicklung. Wir haben ja Anfang des Jahres gesehen, er hat da ein bisschen Probleme mit der Verletzung gehabt. Und jetzt, wenn du den siehst, der ist muskulös, schnell, spritzig, über außen. Wir sind schon sehr zufrieden mit der Entwicklung jetzt. Also ich persönlich bin extrem zufrieden, gerade weil ich auch weiß, wie das ist, wenn man verletzt ist, im neuen Verein ankommt. Wir haben ihn vom BHK geholt. Ist natürlich auch neu hier. Du siehst, alles läuft ein bisschen besser, professioneller, schneller. Will man abliefern und ist auch manchmal auch verletzt. Und zum Glück, jetzt ist er fit und wir erhoffen uns viel von ihm, natürlich. Und wenn er, sagen wir mal, jetzt hat er im letzten Testspiel der Profis gegen Zehlendorf, hat er mitgemacht, kam zur Halbzeit rein. Die zweite Halbzeit wurde 1-0 für uns gewonnen. Das Tor hat er geschossen. Schönes Tor. Und was ich an ihm mag, ist halt auch, dass er immer mutig ist. Hm. Er sucht genau die Szenen, die ich sehr gern mag. Ich habe auch mit ihm länger gesprochen mal. Und er liefert eigentlich ab. So das, was von ihm verlangt wird, bringt er. Und jetzt ist es halt wie im Fußball. Jetzt brauchst du auch dieses kleine bisschen Glück, um deinen Moment zu bekommen. Und wenn du den bekommst und dann nutzt, also dann ist ein Selbstläufer. Aber es ist halt auch so, was ich an ihm schätze, ist, er legt seine Bekanntheit außerhalb vom Platz legt er nicht über den Platz, sondern er will als Fußballer gemessen werden. Er trennt das. Er sagt, ich bin hier als Fußballer, ich will als Fußballer überzeugen. Und das schätze ich sehr an ihn. Und deswegen wünsche ich ihm nur das Beste und drücke ihm die Daumen. Und wir begleiten ihn halt bestmöglich, wie die anderen halt auch. Und am Ende ist er einer von denen, die sich dann halt hoffentlich durchsetzen werden und im Olympiastadion spielen werden. Ja, hoffen wir. Wünschen wir ihm auf jeden Fall auch von meiner Seite. Du hast es angesprochen, begleiten die Jungs. Ihr begleitet die Jungs natürlich auch hier. Sandro, suchst du mich wegen Drucken?
Ja, ich mach gleich live. Okay, in 2 Minuten kommen wir runter. George, ja? Was machen die Jungs hier? Kraftübungen? Genau, wird auch Einzeltraining betrieben, wenn es vonnöten ist und auch wenn es schlechtes Wetter ist. Natürlich super, wenn man hier trainieren kann. Hier haben wir noch natürlich das, was ich glaube, was die Jungs am meisten lieben. Das ist einfach diese Takeball-Anlage. Das ist das, was sie lieben, glaube ich. So, das ist auch das, was ich persönlich am liebsten mag. Da kann ich sogar noch mit meinen Körper noch ein bisschen mitspielen. Nein, aber hier ist auch so, wenn ihr hier schaust, guck mal, die Jungs melden sich an, haben ihren Band, melden sich dann hier an, dann sehen sie dann halt ihren Namen, dann können sie sagen, okay, was wollen sie halt machen? Und dann haben sie eine Auflistung an 200 Leuten, Profis bis Jugendspieler runter. Und dann können sie zum Beispiel hier messen, die ersten Meter reißt du bis hin zu 30 Meter. Und dann können sie danach immer gleich schauen auf allen Bildschirmen. Das sind meine Werte. Oh, was war heute? Ja. Okay. Und dann können sie gleich 1:1 umsetzen, was, wenn ein Trainer ankommt, Athletiktrainer sagt, mach diese Übung und so, und die werden dir helfen. Und die sehen dann anhand der Daten, okay, die werden besser. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Kurze und schnellste Weg. Servus. Ich kann mit Kamera unterwegs. Freimisch. So, Zerke, was kriege ich jetzt? Ein Trikot. Neuzugang. Cubanito, oder wie? Genau. Also jetzt. Ich habe gehört, du hast ein schönes Tor gemacht. Für die 85. Minute. Ich habe gehört, du hast ein schönes Tor gemacht. Und, aber, erstmal, dass wir das schöne Trikot präsentieren. Aber jetzt, der liebe Sandro wird dir auch helfen. Ja. Du denn, da werde ich einige Hilfe benötigen. Er tannisiert. Kriegen wir hin. Cubanito und die Elf. Grobmotoriker. Zwei linke Hände. Hans, ja. Was das angeht, ja. Sehr gut. Lernt mal schnell. Und hoch das Ding. Jawohl. Oh, kaputt immer. Und. Achso, ja, genau. War bis 11. Hast du super gemacht. Oh, zu Recht, meine Damen und Herren. So schießt man Dinge. That's my guy. So, meine Hände, jetzt bin ich angekommen mit Mike. Mike wird mir jetzt seine Heimat hier zeigen. Kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, über dich. Du bist aktuell wie alt und wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Also ich bin jetzt aktuell 15 Jahre alt und habe mit 4 bei MSV Normania angefangen, Fußball zu spielen. Und bin dann mit der U9 zu Hertha gewechselt. Okay. Und das, also aus welchem Teil kommt das von Deutschland? Sorry. Immer noch in Berlin, ist in Reinickendorf, mehr im Norden. Aber ja. Okay, alright. Und wo sind eure Kabinen? Hier. Yeah. Okay. Nice. Cool. Ja. Da wird alles gemessen, ne? Okay. Dann ist hier einmal mein Platz. Sogar mit Code und alles. Ja, sonst. Code vergessen. Hier haben wir meinen Code. Und was hast du so bei dir? Eigentlich nur so Fußballschuhe. Mhm. Nice. Welche sind deine Lieblings aktuell? Ich glaube die jetzigen, weil jetzt habe ich hier auch so Sachen eingraviert bekommen von Nike. Oh, Isaiah! Ja. Nice. Dann glaubst du auch an Jesus, hä? Ja, auf strong, jeden Fall. Strong, bro, strong, amen. Kannst du dir einmal schnell zeigen, die Kamera? Ist das einmal hier? Und hier. Cool. Nice. Also hier. Sehr cool. Und wer ist so dein Vorbild? Neymar, wie bei mir, ja. Ich hoffe, ich werde es auch noch schaffen, mit ihm Challenge zu machen. Wenn nicht, dann irgendwann wirst du gegen ihn spielen vielleicht. Ja, vielleicht. Gut, jetzt wirst du ein Unwahrscheinliches in der Wüste, aber ja. Okay, nice. Und wie sieht so eine Woche aus? Also wie kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie das ausschaut? Also montags. Also um 8 Uhr habe ich dann halt Unterricht normal. Mhm. Dann haben wir nachmittags um 17.30 Uhr Training. Dann fängt Dienstag, habe ich die ersten beiden Stunden in der Schule halt Unterricht. Und dann dritte, vierte Stunde habe ich dann Fußballtraining.
Da machen wir dann meistens Individualtraining, Abschlüsse und so weiter. Dann haben wir nachmittags nochmal Training. Also insgesamt haben wir 7 Einheiten in der Woche plus den Spiel am Wochenende. Und dann haben wir Mittwoch. Fängt es dann an mit den ersten 1 Stunden Fußballtraining. Und dann nachmittags wieder Training, außer halt mittwochs. Mittwochs haben wir dann frei, so zum bisschen entspannen. Und dann Freitag haben wir normal so nur Nachmittagstraining, also kein Schultraining. Genau. Und dann Wochenende, Samstag oder Sonntag Spiel oder genau. Turnier. Mhm. Alright, alright. Cool. Dann würde ich sagen, steppen wir hier rüber. Hier sind wahrscheinlich auch die ganzen anderen. Ich sehe hier U19, ne? Ja. U15. Das ist ja mal U23. Cool. Ja. Und um die Ecke ist die... Hier ist U23. Nada, siehst du auch öfters? Ja. Quatschst du auch ein bisschen so, oder? Also eigentlich kaum so, weißt du. Okay. Wir haben unterschiedliche Trainingszeiten. Ja. Und, das ist halt schwer zu reden. Aber ja, dann sind dort die U14-Kabinen. Mhm. Und ja, U15 und U16. Genau. Cool. Ja, easy, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast. Dann gehen wir jetzt noch dahin, wo du schläfst und ja... im Internat drüben. Okay. Let's go, Leute. So, Leute, ich würde sagen, wir haben die Kabine gesehen. Jetzt gehen wir, glaube ich, noch in den Kraftraum, ne? Genau. Also, wenn wir mehr folgen. Yes. Halt einfach, ja. Ja. Leute, ihr habt es gesehen hier im Hintergrund. Wir waren vorne auch hier mit Zecke. Viele, viele Top-Legenden. Ich glaube, Leute, der wird auch einer sein, der hier hängen wird. Er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. So. Ja, bis... So, jetzt riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Essen, kriegst du nachher auch noch Essen? Ja, ja. Ei, ei, ei. Fünf Sterne hier, 5 Sterne im Internat. Ja, wir haben es gesehen an den Türen, das sind so Bilder. Ja, also kommt. Hier fängt jetzt schon die Spielerräume an, halt mhm. zu machen, Spieler, im ja. Spieler. Er ist hier zum Beispiel Michel Tautz. Wo Michel spielt der? Tautz. Er spielt auch in der U17 mit. Ja. Okay. Und Simon, auch in der ja. U17. Dann Niklas und Boris von Mosalle. Ja. Und ja, genau. Und dein Zimmer ist wo? Mein Zimmer ist weiter raus. Boah, Leute, es riecht gerade so lecker, ne, nach Essen. Ist die Küche gut hier? Ist gut. Ja, was gibt es so zu essen bei euch? Ich glaube, oh, meistens auch Auflauf. Ja? Meistens gibt es Auflauf, Nudeln mit Bolognese und einfach proteinreiches oder nährstoffreiches Essen. Halt. Hier ist die Küche, ja? Genau, also hier essen wir mal. Mhm. Kann ich halt so nehmen, was man sich so haben, was man so haben will. Leute, so ein bisschen Spaghetti Bolognese, Kartoffeln. Lecker. Ja. Also Jordan. Schöne, schöne Grüße an Jordan. Schreiben wir die Schlüssel. Ah, Geheimversteck. Geheimversteck. Alles gut? Willkommen, ne? Einmal rein. Genau, also hier. Chill ich meistens nach der Schule, ja. Gemütlich und so. Dann habe ich hier mein Bett, habe ich mir alles gemütlich hier einrichten lassen, dass ich auch wohlfühlen kann. Dann habe ich meinen Fernseher, hier mache ich meistens meine Hausaufgaben. Ja. Dann hier mein Bild, paar Medaillen. Von wo sind die Medaillen? Die waren bei der Nordostdeutschen Fußballverband. Mhm. Genau, das war so ein Auswahlturnier. Die ganzen Berliner Jungs, halt, die gut sind, die wurden dann zu einer Auswahl gepackt und dann halt haben ein Turnier gespielt, genau. Dann habe ich hier meine Schuhecke. Ich sehe auf jeden Fall. Schuhe, ein paar Kartons. Er hat Trip, der Mann hat Trip, Leute. Nice, nice. Ja. Yeah. Chase. Beste. Was sind deine Lieblings-Jordans? Ich mag Jordan 5 auf jeden Fall. Mhm, so. Ja, genau. Ah. Ist ja auch hier ein wichtiges Asset. Hier auf jeden yeah. Fall. Die Bibel. Strong. Was spielt Gott so für eine Rolle für dich? Sehr große Rolle. Ich versuche wirklich alles in meinem Leben so mit Gott zu verbinden. Mhm. Jetzt auch mein Fußball und andere Leute halt mit Bibelfersen meiner Story oder so zu installieren. Ja. Stimmt, auf den Schuhen hast du ja auch. Ja, zum Beispiel. Sehr cool. Dann habe ich hier ein Trikot, so ein T-Shirt vom Nike-Event, damit es ein bisschen ästhetisch rüberkommt auf jeden Fall. Okay. Genau. Ah, cool. Und vermisst du deine Familie? Vermisst du nicht das Zuhause sein? Doch, also ich vermisse schon zu Hause zu sein, auch einfach zu essen zu Hause. Und ja, aber halt, man muss auch einfach gewisse Sachen aufgeben für den Traum, den man haben will. Mhm. Und ja, deswegen, es gehört dazu, aber Wochenende sehe ich sie halt immer. Deswegen geht's eigentlich. Alright, und da ist er. Einmal das Bild gerne zeigen, den Leuten da draußen. Da ist natürlich dein Traum, da möchtest du stehen in dem Stadion.
ja, Olympiastadion, glaube 75.000 passen rein. Ja. Gehst du auch oft an die Spiele wahrscheinlich, ne? Stimmung ist schon krass, ja? Meistens, ja. Also Stimmung ist auf jeden Fall, ist krass auf jeden Fall. Mhm. Also, wenn man jetzt dort im Stadion stehen würde, würde es schon ein schönes Gefühl sein. Mhm. Ja. So, Mihente, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Day in the Life of Academy-Spieler mit Mike. Mike hat sehr, sehr Spaß gemacht. Es war enorm interessant. Ja, hast du vielleicht noch so ein paar abschließende, motivierende Worte an die Zuschauer da draußen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Also ich würde denen auf jeden Fall die Wand hier vorstellen, weil die hat für die Hertha-Spieler sehr große Bedeutung, weil wir einfach Käfigzocker sind, wir haben Spaß, wir haben Käfig angefangen, Fußball zu spielen und sind halt auch einfach so grundlegende Dinge, die man braucht, wenn man hier halt Teil sein will. Also, ja, genau. Alright, Leute, ihr wisst Bescheid. Gas geben, dranbleiben und ja, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall Mike ab, unten verlinkt, checkt Hertha ab und ja, auch gerne den Kameramann. Ich würde sagen, kommentiert mir auch gerne in die Kommentare, wo, zu welcher Academy ich als nächstes kommen soll. Und ja, lasst kostenlos Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.